Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Zu meinem 11. bereits. Wir haben aufgehört, nachdem wir das erste Kriegsschiff in Auftrag gegeben haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Leider noch immer nichts zum Kaufen. Pont hat leider nur ein Dings. Oh, haben wir eigentlich einen Pont verkauft? Das Furniture? Ja, das müsste pontfreundlicher uns gegenüber stimmen. Hey, wir haben ein Kriegsschiff. Wir sind so großartig. Und wir haben das Stethoskop erfunden. Auch nicht schlecht. So, Lopez ist angebunden. Jetzt sollten wir langsam mal schauen, dass wir könnten. Ich weiß nicht, ob die mit dem Hafen auch angebunden sind an unser System. Ich meine, eigentlich müssten sie angebunden sein. Wir könnten auch hier noch ein Dings rüberbauen, weil durch den Sumpf können wir ja jetzt schon Eisenbahnen durchbauen. Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht nach Liwi mal ein Depot bauen. Liwi liegt gut, da sind lauter Bäume rundherum. Und auch noch Essen. Sowohl das eine als auch das andere brauchen wir. Oder Lock City ist eigentlich auch nicht schlecht, also auch Essen und Bäume. Und ein Hafen ist hier auch. Und wir haben gerade das Geld. Wir sollten Depots bauen, solange wir das Geld haben. So, du fährst weiter nach Lizza. Du baust das. Du bist daher. Yay, unser erstes Kriegsschiff. Wir sind so großartig. So, wir haben ein Dings mehr. Wir werden Kohle uns zulegen. Weil ich will jetzt doch auch noch so ein Kriegsschiff bauen. Und da fehlt uns vor allem Kohle jetzt noch. Gut, als erstes bauen wir mal den zu einem normalen Arbeiter aus. Dann bauen wir uns einen Ranger. Nein, den bauen wir uns nicht. Hahaha. Was? Ja. Wir bauen uns keinen Ranger. Wir bauen uns zwei Papier aber. Und noch einmal zwei Transport. 844 brauchen wir. 844, transportieren wir das? Nö. Wir transportieren 843. Abwerf auf das Pferd. Können wir nachher immer noch irgendwann einmal transportieren. So viele Pferde brauchen wir dann auch wieder nicht. Obwohl ich ein großer Freund von Kavallerie bin. Wir könnten davon wieder zwei verkaufen. Tools haben wir derzeit keine. Die produzieren wir nur, wenn wir keine Waffen produzieren. Okay. Das wäre auch getan. Komm schon, Pont. Du könntest uns wieder gern haben. Es wäre irgendwie nett von dir. Pont bietet uns Eisen an. Ist das schön? Wir akzepten. Und 214. Bist du wahnsinnig? Wir zahlen schon sehr viel drauf. Huschen und Manx. Wahnwitz.
Cam hat offensichtlich bei den anderen schon gekauft. Und Ardoon auch. Gut, Ardoon hat Katai als Erstanbieter und wer weiß, wie viel Dings die haben. So. Gut, wir bauen ein Depot. Wir könnten natürlich auch in die Hauptstadt dann. Bleibst du mal da so stehen. Wir könnten dann in die Hauptstadt ein Vorbauen mal. Das wäre vielleicht gescheit. Geld genug hätten wir zurzeit, ja. So, jetzt können wir das wieder transportieren. Transportieren wir ein Holz in Vorrat auch gleich nach Hause. Gut, aber jetzt. Produzieren wir einen Ranger. Oder Ranger. Da produzieren wir eine Transportkapazität mehr. Und wie schaut's aus? Ah, da fehlt uns noch ein wenig Kohle. Warte mal, da werden wir dann doch eher die Kohle zuerst transportieren. Wir könnten eigentlich auch versuchen, Kohle zu kaufen. Wieso nicht? Was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall wird uns keine angeboten. Im besten Fall können wir eine kaufen. Okay, im schlimmsten Fall wurde uns keine angeboten. Wow, das war ein Verlustgeschäft. Ein Ranger. Ranger? Keine Ahnung. Beard's no longer in style. Ja, wir braucht schon Bärte. Gut, du fährst jetzt daher. Und dann bauen wir dort drüber auch noch. Ha! Baumwolle ausgebaut. Und wir da die Baumwolle auch raus. Und der Ranger. Geht daher mal. Noch mehr Wollausbildung, Ausbauung. Boah, Wahnwitz. Jetzt können wir auch wieder mehr Wolle nach Hause bringen. So, jetzt machen wir da mal eins zu. Und als nächstes werden wir dann Wolleüberproduktion machen. Ich will nämlich dann als nächstes gleich wieder die Vollproduktion raufsetzen. Die Stoffproduktion könnten wir wieder raufsetzen. Als nächstes können wir das dann wieder vergrößern. Das kostet 4 und 4. Das sollte sich ja wohl ausgehen. In irgendeiner Weise. Können wir das schon? Ja, können wir. Passt. Jetzt haben wir wieder 8, 4, 3. Das heißt, wir könnten da wieder eins weniger heimholen. Und dafür eine Kohle mehr. Wie schaut das aus mit dem Raider? Haben wir das? Ah, wir haben erst 9. Fast, fast. Passt auch. So, wie mögen uns die Leute? Yay, Pond mag uns wieder mehr. Die 50% haben es wirklich gebracht. Ja, aber Cam lieben sie trotzdem um einiges mehr. Schon super Beziehungen mit denen. Das ist sehr ärgerlich. Das heißt, Cam werden sie immer bevorzugen. Anyway. Versuchen müssen wir es. Pont ist der, in den wir am meisten investiert haben von all diesen Dingern, die uns Eisen verkaufen können. Zumindest Ardoon könnten wir langsam überholen da in der Liste. Pond bietet auch Kohle an.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ausgebaut hätten wir da den Wald um dieses Gebiet hier herum. Schauen wir mal, es gibt noch andere Gebiete, die wir waldtechnisch ausbauen können. Da bin ich mir sicher, die sogar schon an einem Dings liegen. Da haben wir einen. Gut, da bauen wir gerade ein Depot. Das heißt, wir können hier auch Wald ausbauen eigentlich. Haben wir keine neuen Transportdinger gekauft? Das ist ja ärgerlich. Gebaut. Ach so, nein, stimmt, das ist sich nicht ausgegangen. So, können wir noch einen ausbilden? Yes. Wir bilden weiter aus. Das ist voll im Gange, das ist voll im Gange, das ist voll im Gange, das ist voll, das ist voll, das ist voll. Das heißt, wir bauen da noch was aus. Eigentlich relativ eindeutig. Gut, aber jetzt können wir uns bauen. Einen Raider. Na, da brauchen wir wirklich nichts kaufen eigentlich. Und nächste Runde. Wir zahlen schon 450 für unser Militär. Bist du wahnsinnig? Das ist traurig. Wir haben nur 717 für diese Kleidung gekriegt. Sniff. Yay, wir haben einen Raider. The Great Power of Sim has become the most favored trade partner with the Minor Nation of Kessel. Echt jetzt? Wir sollten vielleicht mit Kessel und mit Hurschen eine. Das könnten wir mit unserem Geld machen. Wir können ja Botschaften einrichten. Das ist klug. So, jetzt bauen wir da auch noch ein Depot her. Nein, 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 nein. Wir haben gesagt, wir bauen da mal ein Fort her. So, du gehst da dazu. Dann seid ihr schon zu zweit. Gut, vielleicht sollten wir wieder etwas Nahrung nach Hause transportieren. Ich möchte nämlich ganz gerne meine Leute in der Hauptstadt aufbauen, auch wenn ich die Industrien ausbaue. Expanded Textile Mill. Du bist lustig. Wenn ich das mache, muss ich sie auch irgendwie beschäftigen. Das bringt gar nichts, solange ich zu wenig, solange ich keine Zusatzproduktionen habe. Was wir also derzeit machen, ist unsere Manpower aufrüsten und unsere Transportfähigkeit. Gleichzeitig schicke ich meine Ranger durchs Land, die das ausbauen und dann baue ich das aus. Das ist eine gute Sache. Yay, Pond verkauft uns Eisen. Except. Ha, Hurschen liebt uns auch noch. Ich wusste es. Hurschen kauft unsere Kleidung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Navy seeks more funding. Oh. Es gibt ja schon ein Fort. Ach so, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja schon ein Fort. Na gut, dann nicht. Dann. Ah, das ist blöd gebaut.
Da sind diese Pferde gleich daneben. Könnten darauf noch bauen, um das Gebiet zu verbinden. Das haben wir verbunden. Gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich viele Sachen. Haben die da schon ein Depot? Nein. Dann bauen wir halt ein Depot nach Lok. Du brauchst mir auch ein Depot. Sehr gut. Da haben wir noch ein, so ein Feld. Na, du baust das gleich weiter aus. Was heißt das? Force currently located in sea of composition 1 radar. Orders patrol the waters of the Sea of Moraga. Catch as catch can. Okay, klingt gut. Machen wir doch beide. Patrouillieren. So, das heißt, wir haben schon 11 Produktion an Wolle. Das heißt, wenn wir das schon erhöhen, dass wir Wolle nach Hause bringen, dann könnten wir eigentlich jetzt schon mal anfangen, das auszubauen. Bauen wir das mal aus. Dann bauen wir da noch einen. Und da bauen wir auch noch mehr. Das ist ganz wichtig, dass wir alles nach Hause transportieren können. Und als nächstes bauen wir dann, ja, dann werden wir aber die zwei Sachen auch dabei einmal kaufen. Das ist gut, weil das bieten vor allem meine zwei Lieblinge Hurschen und Kessel an. Was? Sim hat Sindel angegriffen, erneut. Noch immer. Meine Güte, die brauchen lang, um diesen Krieg zu führen. Wir waren da ein bisschen gar viel schneller. Wir sind einfach großartig. Go, Sim, go! Zeig Sindel, wo der Bartel den Most herholt. Yay, Hurschen, kauf bei uns! Sehr brav, sehr brav. Your Excellency, I am pleased to report that we have trained enough expert workers to justify expanding the university and opening new departments. 10 units of paper have been added to the warehouse. Ist das ein Zufallsevent? Das ist ja cool. Wir haben 10 Papier gekriegt. Wahnwitz. So, du brauchst mit da kein Depot her, weil da gibt es offensichtlich ein Depot. Ach, da gibt es einen Hafen. Meine Güte, ich bin so dumm. Wahrscheinlich haben die dadurch schon ein Depot. Na gut. Wo bauen wir dann hin? Wo bauen wir weitere Depots hin? Nach Dormi haben wir schon eins. Nach Wavone brauchen wir eigentlich nicht wirklich eins. Und da haben wir eh. Ah, wobei andererseits. Das würde sich auch anbieten. Nach Lopez bauen wir einen Hafen vielleicht. Hansa? Nö. Na, das sicher nicht. Na, wir werden da jetzt eine Verbindung rüberbauen, einfach und aus. Damit wir nicht auf den Hafen angewiesen sind. So. Gut. Hätten wir das.
Ja, Excellency, the great power of Deneb has a navy more than twice as strong as ours. Ja, schön für Sie. Gut, wir können die Universität ausbauen. Wie? Level 1, Level 2. Was? Ach so, das ist nur das, was sie können. Wie können wir die Universität ausbauen? Passiert das automatisch? Ist das passiert oder? Oder heißt das, wir brauchen 10 Papier? Nein, wir haben 10 Papier geschenkt gekriegt. Das kann es also nicht sein. Verstehe ich nicht. Auch raus. Mal einen aus. Heißt das, die Universität wurde bereits ausgebaut oder verstehe ich da irgendwas falsch? Wahrscheinlich verstehe ich irgendwas falsch. Oh, noch einen Raider, oder? Ja, es geht sich immer gerade so schön aus. Das ist gut. So mag ich das. So, verkaufen wir jetzt 3 pro Runde. Können wir schon 3 verkaufen dann bald? Na, zurzeit verkaufen wir noch 2 und passt. Das mit dem Stahlwerk wäre natürlich nicht ganz schlecht, wenn wir das ausbauen würden. Hat uns irgendjemand. Wieso hat uns keiner Wolle angeboten vorhin? Das ist ja arg. Das verstehe ich gar nicht. Ha, Hurschen. Ich wusste es. Irgendjemand liebt uns ja doch. Und prompt. Also okay. Wischen. Akzepten wir. Akzepten wir. Das ist zwar grausam, was unseren Gewinn betrifft, weil Pont alles auffrisst, was unseren Gewinn betrifft. Vielleicht können wir bei Pont ein wenig zurückgehen, jetzt auf 25%. New units are reporting for duty. Noch ein Raider. Haxaku is short on horses. Tja, wir hätten welche für euch zum Kaufen. Gut. 9, 5, 4. Gehen wir auf 10 und da auf 18. The Great Power of Deneb has a steel mill industry. Ja, das wäre schön, wenn wir das auch ausbauen könnten. Aber wenn wir das ausbauen, haben wir zu wenig Eisen. Und dann noch einmal einen weg, einen noch dazu. Das war, glaube ich, nur ein Ereignis. Das war gar nicht eine Verbesserung, obwohl andererseits, oh ja, warte mal, das haben wir ja auch verbessert. Ist ja auch größer geworden. Könnten noch so eine Kavallerie bauen. Oder so jemanden. Na, die waren ganz praktisch. So, aber dann müssen wir hier zumindest einen oder zwei neue Typen in die Stadt holen. 844 haben wir derzeit. So, wir werden bei den Subsidies aber ein bisschen runtergehen bei Prompt. Das kann es ja wohl nicht sein. Für diese Preise.
kann ich nicht auf Ewigkeiten verkaufen. Gut, produzieren wir bereits drei? Nein, jetzt produzieren wir drei. Produzieren wir sieben. Ist okay. Das heißt, da können wir jetzt auf drei. Achso, nein, können wir nicht. Haha. Weil wir ja Truppen, Leute gekauft haben. Okay. Na dann. Entern. So, jetzt schauen wir mal, ob wir bei Pont. Ja, okay. Dadurch haben wir da. Na, aber das wollen wir vorher auch hinter Ort tun. Hinter Ort tun waren wir vorher auch schon bei Pont. Okay, das akzeptieren wir mal. Und da sind wir weiterhin. Ich meine, da sind wir weiterhin hinter den Zweien. Das waren wir vorher auch schon. Das heißt, das war keine. Zazi submits to Deneb. The craven peoples of Zazi have surrendered to Deneb without a fight. The once proud nation has given in to the corrupting influence of Deneb, becoming nothing more than a tool in their hands. The foreign minister has told business leaders to expect losses in any investments in Zazi. Okay. Das ist natürlich erschreckend, muss ich an dieser Stelle sagen. So, haben wir noch irgendein Baumwollfeld? Nö, alle Baumwollfelder sind getan. Na dann bauen wir in der Zwischenzeit anderes Zeug aus. Das da zum Beispiel. So, diese Schafe sind auch unser. Ja, du bleibst auch hier stehen. Du bleibst bei denen. Okay, warte mal. Wir brauchen jetzt 844. 844. Das heißt, wir können da um 2 zurückgehen. Da können wir um 2 raufgehen. Mal da auf 9. Dann werden wir da zweimal ausbilden. Das bleibt so. Bleibt auch so. Geht noch 4 für eine Runde. Und da bauen wir auch nochmal aus. Okay. Das heißt, da können wir eigentlich auf 3 gehen. Was bedeutet das? Wo ist Zazi da? Ah. Das ist Teil ihres Empires. Oh. Für Pont gilt das eigentlich auch schon fast. Okay. Na dann werden wir das gleiche mit Hurschen machen. Wir werden da jetzt mal eine Embassy hinschicken. Das kostet nämlich 5000, bist du wahnsinnig, das ist ziemlich teuer. Und ich glaube, wir werden dann versuchen, mit Kessel genau das gleiche zu tun. Wenn wir eine Embassy haben, dann könnten wir Hurschen jede Runde 1000 Goldstücke geben.
Das würde sie wahrscheinlich schneller noch zu mir bringen. Irgendwas müssen wir ja mit unserem Geld machen. Das akzeptieren wir. Das akzeptieren wir. So. Clothing nach Wodan und Furniture nach Hurschen. Furniture bringt eh kein Geld mehr. Das heißt, es ist eh nicht so schlecht, dass wir zu weniger Furniture als Clothing herstellen. Your Excellency, I'm pleased to report that we have expanded the rail yard to accommodate the industrial materials now available from villages. Okay. Congratulations, Your Excellency. Your wise industrial policies have spurred the growth of the hamlet of Melon into a village. You will see the new materials produced there on the transport ledger. Yay! Melon produziert was, was auch immer. Und wir haben eine Embassy at Hurschen. Wo ist Melon? Wir bauen sowas. Wo ist Marlon? Rivera? Pacheco? Domi? Lavi? Marlon? Wieso gerade Marlon? I don't understand. Muss ich das verstehen? Nein, ich glaube nicht. Was? Oh, Marlon produziert Stoffe. Ist ja cool. Ich weiß zwar nicht, wozu ich die brauche in der Hauptstadt, aber ich habe sie jetzt. Sehr gut, Your Excellency. The great power of Dinip has a lumber industry with a capacity. Ja, ich weiß. Was soll ich tun? Wie ist das mit Lumber? Wie viel Lumber können wir derzeit produzieren? 30. Wie viel produzieren wir derzeit? 18 in die Stadt. Da müssten wir eigentlich einen Haufen schon im Vorrat haben von dem Zeug. 10. Das heißt, auf ein paar Runden geht sich das auf jeden Fall aus, bis wir das ausgebaut haben. Bauen wir das aus. Wow! Das kostet schon viel. Wir bauen es trotzdem aus. Wir können ja. Solange wir uns das leisten können, tun wir das. Da bauen wir auch aus. Ja, das ist definitiv das, was am weitesten hinterher hinkt. Naja, was soll ich tun? Okay. Na gut, na gut. Die Stahlproduktion wäre schon gut, wenn wir die irgendwie ankurbeln könnten. Aber woher sollen wir das Stahl nehmen, wenn nicht stehlen? Na dann schauen wir mal, ob wir einen Pakt formen können mit Hurschen. Wenn wir jetzt eine Botschaft haben, bei denen mögen, tun sie uns ja, also so gesehen. Warum nicht? Versuchen können wir es ja mal. Gut, Herrschaften, das nächste Mal erfahren wir an dieser Stelle, ob Hurschen sich uns und unserem Pakt beugt oder ob wir weiterhin alleine durch diese Welt rennen müssen. Das wäre natürlich schön, wenn wir es nicht müssten. Und bis dahin, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen guten Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Oder übermorgen, je nachdem. Bis dann. Ciao, ciao.